Franz Beckenbauer ist tot. Der Kaiser starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie am Montag mitteilte. Was bleibt, ist nicht nur ein gigantisches fußballerisches Vermächtnis, auch abseits des Platzes sorgte er mit zahlreichen legendären Sprüchen immer wieder für Wirbel. Focus Online hat die besten unter ihnen zusammengefasst. Seine liebste Weisheit war Beckenbauer wohl das berühmte »Schauen wir mal, dann sehen wir schon«. Zu Hochdeutsch »Schauen wir mal, dann sehen wir schon«, welches er bei zahlreichen Gelegenheiten sowohl als Spieler als auch als Trainer wiederholte. Und auch sonst war der Kaiser oft ein begnadeter Logiker. Unvergessen das Zitat »Es gibt nur eine Möglichkeit, Sieg, Unentschieden oder Niederlage«. Ein Reporter hatte ihm zuvor die Frage gestellt, wie denn seine Prognose für das kommende Bayern-Spiel sei. Als Fußballfunktionär sagte er über die Belastung der Spieler, Zitat, in einem Jahr habe ich mal 15 Monate durchgespielt. Klingt nach einer beachtlichen Leistung. Wenn es um den Fußball selbst ging, dann ging es auch mit Beckenbauer oft durch. Das tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden für die nächsten Jahre nicht zu besiegen sein. Das sagte er nach dem WM-Triumph der Deutschen 1990. 1992 verlor man dann das Finale der Europameisterschaft gegen Dänemark. Später fiel ihm zu derselben Weltmeisterschaft noch folgende Perle ein, Zitat, damals hat die halbe Nation hinter dem Fernseher gestanden. Beckenbauer war immer direkt, nahm kein Blatt vor den Mund. Als Trainer wütete er oft vor den Mikrofonen. Im Gedächtnis blieben unter anderem, Zitat, das Einzige, was sich in der ersten Hälfte bewegt hat, war der Wind und wir haben nicht Fußball gespielt, das war, wir haben zugeschaut, wir haben körperlos gespielt, das ist nicht Fußball, das ist Uwe Seeler Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Der FC Bayern hatte gerade in der Champions League 0:3 gegen Lyon verloren. Sein wichtigstes Zitat allerdings und ein historisches dazu, Jungs, geht's raus und spielt's Fußball. Gesprochen in der Kabine vor dem WM-Finale 1990, die Mannschaft gewann danach mit 1:0 gegen Argentinien und Deutschland war zum dritten Mal Fußball-Weltmeister.